So, hallo, ich wollte gerade schon Wordle starten und einfach losspielen für meinen heutigen Tag, aber ich nehme es ja jetzt auf. Und der erste Part kam ganz gut an, insofern machen wir das weiter. Ich werde immer so dann, wenn ich eine halbe Stunde voll habe, dann werde ich wieder einen Part hochladen. Also je nachdem, wenn es mal schneller geht, dann sind es halt ein paar mehr Tage, die zusammen sind. Und ansonsten ist es halt so wie bisher. Okay. Also, wir aktualisieren die Seite, dann sollte das nächste Rätsel da sein. Ich beginne wie immer mit Round. Also, das ist tatsächlich mein Startwort, das habe ich jetzt schon immer verwendet. Und das hat mir bisher auch meistens irgendwas am Anfang gebracht. So, ist Hard Mode drin? Ja, okay, das muss ich nicht jedes Mal reinmachen. Sehr schön. Gut. Dann, ja. Jetzt habe ich noch, ja, ich weiß nicht, mit Musik im Hintergrund lenke ich mich wahrscheinlich nur ab, weil ich muss ja recht viel nachdenken. Wir lassen das mit der Musik erstmal. Ich hoffe, das ist okay. So, O und alle anderen Buchstaben nicht. Wie sieht's denn mit K.O. aus? Gibt es viele Wörter mit K.O. im Englischen? Ne, dann machen wir mal lieber C.O. draus. Cover. Nee, Cover, da ist das R drin. Kann ich was Ähnliches bauen aus Cover? Ach so, O darf ja gar nicht an der Stelle sein. Ja, moin. Dann machen wir das O doch mal in Anfang. Und bauen irgendein neues Wort, irgendwas. Das ist so. Eigentlich sollte es gar nicht so schwierig sein, auf irgendein Wort zu kommen, ne? Wir nehmen mal Stove. Ist das nicht Ofen? Stove oder so? Ich glaube ja. Oh, das war nicht schlecht. Oh, das war nicht schlecht. Okay. Also. Ein S, ein T, ein O, ein E. Und das O und E schon an der richtigen Stelle. Das S und T noch nicht. Das heißt, S oder T muss entweder. Okay, es könnte auch vertauschen. Nee, TS wäre ein komischer Anfang. Ote könnte passen. Wenn Ote hinten ist, also OTE hinten ist, dann muss ja das S an der Stelle vom jetzigen T sein. Gibt es irgendein Wort? Also gibt es irgendwas, wenn das S an der zweiten Stelle ist, was könnte das sein? So gibt's sowas? Sowas gibt's nicht, ne? Also ich würde es nicht kennen. Nee, gibt's auch nicht. Okay. Nee, also irgendein Buchstabe vor dem S wirkt weird. Vielleicht ist eher das O ist da hinten, also so ein Ose da hinten. Das könnte eher sein. Dann könnte man das T vorne hinsetzen. T, irgendein Buchstabe und dann Ose. Those! Oh mein Gott! Na klar. Natürlich. Those. Okay, sehr schön. Gut. Ja, das ging jetzt zum Beispiel fix, ne? Das war jetzt mal ein englisches, was fix ging. Dann gehen wir gleich weiter zu Wordle Deutsch. Aktualisieren. Und ab geht's. Runde. Zack. Okay, immerhin ist ein E dabei. dann irgendwas mit E. Irgendwas mit E und das E ist nicht am Ende. Okay. Und es sollte halt ein Wort sein, wo man viele Buchstaben reinbauen kann. Also nichts, wo ich einen Doppelbuchstaben habe. Das versuche ich auch immer zu vermeiden. Keim, nee, jetzt hätte ich Keime, das ist ja natürlich Schwachsinn. Das ist schon blöd. Kai ist blöd. Ki, machen wir mal Ki, was könnte ich da draus bauen? Pff, auch nichts Brauchbares. Ich meine, es muss auch nicht mit dem K anfangen, es ist jetzt ja nur so ein, ne? Kiste. Ach nee, das ist eh ja drin. Das ist das eh da hinten, das ist doof. Lass mal das K mal weg. Irgendwas anderes. Pli. Pli ist dumm. Plei. Plei. Nee. Pleit. Ey, einfach irgendein dummes Wort. So, Teich. Wir machen Teich. Da ist das E drin und alle anderen Buchstaben hatte ich noch nicht. Zack. Okay, jetzt haben wir EI. E ist immer noch nicht an der richtigen Stelle. I auch nicht. So, das heißt, das E könnte ganz vorne sein. Dann machen wir mal Ei. Ei. Eimer.
Er hat noch letztens erst Eifer. Das ist ja fast so ähnlich. Wenn es jetzt, also wenn das EI jetzt wieder vorne ist, jetzt habe ich zwar zweimal das E drin, aber lässt sich gerade nicht vermeiden. Okay. E ist auch nicht vorne. Das E haben wir noch nicht richtig. Okay, das E ist in der Mitte. Das E ist in der Mitte. Es geht nur noch die Mitte fürs E. Interessant. Gut. Ja. Also schon ganz schön viele Buchstaben raus. Oh, das R habe ich doppelt verwendet. Das war blöd. Das war blöd. Da hätte ich was anderes verwenden sollen dafür. Okay. Das E ist in der Mitte. Es ist aber kein IE, weil das I ist nicht an der zweiten Stelle. Das I könnte am Anfang sein. Na, R ist doch raus. Was mache ich denn? Ise, nee, ist komisch. Ile ist auch Schwachsinn. Ibe, nee. Ibe ergibt auch keinen Sinn. Ipe, nee, das ist alles. Also ich glaube, das I ist nicht am Anfang, weil dann in Kombination mit einem E danach, Ive, es klingt alles ganz merkwürdig. Nee. Nee. Wie sieht's denn aus mit Quä? Nee, das ergibt auch keinen Sinn. Aber wenn das I nicht am Anfang ist, dann müsste es ja ganz hinten sein. Oder fast zumindest. Okay, was könnte an den Anfang hin, was dann verbunden mit einem. Ah, SPE. SPE wäre zum Beispiel denkbar. Spei. Aber Spei und jetzt ein Ansatz, es funktioniert nicht. Speis ist ja nicht. Also müsst ja Speise oder. Wobei die Speis, gibt es das? Ich glaube, es gibt das Wort Speis, oder? Haben wir nicht, also wir haben mal zu so einer Abstellkammer, haben wir früher mal, haben wir Speis gesagt oder sowas? Ich guck mal, ob es das Wort gibt. Das Wort gibt's. Oh, okay. I ist jetzt an der richtigen Stelle. Und P ist tatsächlich dabei. Okay. Eib? Irgendwas, was mit Eib aufhört, klingt komisch. Mir fällt spontan kein Wort ein, was mit Eib aufhört. Und P ist an der zweiten Stelle nicht, also muss P am Anfang sein. So, Pfei. Pfeif. Probieren wir Pfeif. Ist zwar auch wieder Doppelwort, also der Buchstabe F ist halt jetzt doppelt. Ich könnte sonst mehr versuchen, aber. Oh, okay, Pfeif lässt da gar nicht zählen. So als Imperativ habe ich gedacht, schade. Das könnte man noch ans P ranhängen. Plei haben wir schon. Wüsste ich jetzt nicht. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es im Deutschen jetzt noch so viele Wörter gibt, die ich nicht kenne. So Pleib kenne ich nicht. Pleik kenne ich auch nicht. Wir sind ja nicht bei Neun Live, wo irgendwie ganz komische Wörter vorkommen, die noch niemand gehört hat. Also Plei ist auch. P am Anfang würde ich Blas wissen. Oder kann irgendwie das P hinten sein? Welches Wort hört denn mit Eib auf? Ich kenne kein Wort, was mit Eib aufhört. Nee, also P muss für mich vorne sein. Also welche Buchstaben habe ich noch, die dann hin könnten an das? Weil dann kommt irgendwas und dann kommt ja schon EI. PFEI, haben wir gerade schon gesagt, kriege ich nicht hin. Pfeil! Doch, kriege ich hin. Pfeil! Der Pfeil. Okay, schön. Gut, das waren jetzt insgesamt 10 Minuten. Ja, wenn wir so weitermachen, kriegen wir vielleicht sogar 3 Tage in einen Part. Das heißt, es geht hier danach auf jeden Fall noch weiter mit der nächsten Runde, wann auch immer oder wie auch immer die laufen wird. Deswegen brauche ich mich jetzt auch nicht verabschieden, sondern nur den Part abschließen. Juhu. So, nächster Tag. Nächster Tag, nächstes. Ach, was laber ich? Wurscht. halt nicht Runde. Wir sind hier im Englischen. Wow, und mein Startwort. Oha, da haben wir das O gleich. Stabil. Pole. Na, gibt Poles? Ich glaube, Poles hatte ich auch schon mal benutzt, oder? Ich glaube, das müsste funktionieren. Ja, da haben wir ein S dazu gewonnen.
So, som, nee, sob, nee, sort, nee, klingt alles komisch. Also ich, nee, nee, kann ich nicht, nee, alles gut. Ich habe was Dummes überlegt, hat sich schon erledigt. So, mit den Sachen, die noch übrig sind, finde ich SO ein bisschen schwierig. Nee, das lassen wir mal. Moss. 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 Most. Most. Na. Wow, wait, wait, wait. Worst. Worst würde noch gehen, oder? W-O-R. Nee, R ist raus. R ist raus. R ist raus. Brauche ich gar nicht probieren. Was? Nee, das klingt alles ganz weird. Nee, ich glaube, das ist nicht der Startpunkt. Boss. Boss. Nee, das ist auch weird. Welcher Buchstabe würde noch so ein Anfang sein, so ein guter Anfang? Toss? Nee. Gefällt mir auch nicht. Co. Co. Gibt es Cozy? Nein, gibt es nicht. Schade. Das Cropsy, also das sind so Wörter, so die, da denkt man, die könnte es geben. Aber die gibt es halt einfach nicht. Toasty? Gibt es auch nicht. Schade. Coasts. Ah, nee, das S kann da nicht sein. Nee, nee, hat sie erledigt. Boah, ich werde doch jetzt noch ein drittes Wort hier hinkriegen mit den Sachen, die da sind. FO. FO. Das klingt schon. Für Englisch wirkt es schon jetzt komisch. Foss. Vom. Phob. Nee. Ich gehe noch mal zu SO. Jetzt müssen wir halt einfach nur drei Buchstaben noch finden, die ein Wort bilden, die wir noch nicht haben. Das muss doch möglich sein. Jetzt habe ich Sorry in meinem Kopf gesehen, aber da ist das R drin, sogar zweimal. Das kann es nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass man jetzt kein Wort mehr sieht. Sotti, gibt es sowas? Irgendwie will ich ein Y da hinten haben. Ich weiß auch nicht warum. Sog. Sof. Ne, Sof. Sov. Es kann ja nicht sein. Ah. Ja, es sieht so aus, als ob ihr relativ bald ein neues Video bekommt, weil hier sitze ich jetzt eine Weile. Das Problem ist halt, alle Wörter, die man sieht, haben irgendwelche Buchstaben, die raus sind. Und dann fällt es einem richtig schwer, noch ein anderes Wort zu sehen. Ich weiß nicht, SO klingt irgendwie weird. Was ist mit OS? Koko, KOS? Ich werde doch ein Wort finden, was im Englischen existiert, noch drei Buchstaben hat, die hier sind. Das kann doch nicht sein. Kann doch echt nicht sein, dass ich da kein Wort finde.
Zocki. Ist auch wieder nett. Zocki. Ich Es kann doch nicht sein. Ich frage mich dann halt immer, ist es ein Wort, was wirklich so unbekannt ist, dass man es nicht kennt, oder bin ich einfach schon wieder auf dem völligen Lost-Weg unterwegs hier? Ich sehe kein Wort. Dann müssen wir das S trotzdem wieder woanders hin. Alles, was ich habe, ist ein S. Das kann doch nicht sein, dass ich überhaupt nichts mehr sehe. Ich brauche doch nur ein Wort, was die Bedingungen bisher erfüllt. Kann doch nicht sein. Gibt es sowas hier? Hey. Cosmi. Cosmo. Cosmo als Wort will er gar nicht. Cosmo und Wanda. Ja, ist halt kein richtiges englisches Wort. Gibt's Cosm? Gibt's sowas? Cosm? Cosma? Cos? Cossack? Aber Cossack, ich glaube, das war mal so ein Name von irgendeinem. So nee. Von irgendeinem. So entweder Schauspieler oder der Charakter, den er gespielt hat. Ich weiß es nicht mehr. Alter, ich krieg hier gleich. Gibt es Bossy? So dass man so bosshaft ist sozusagen. Oh, das gibt es tatsächlich. Okay, wir haben das S gefunden. Das S ist an dieser Stelle. Das macht's nicht leichter. Und das B ist raus und das Y ist raus. Damit ist zumindest meine ganze Idee mit dem Y hinten dran schon kaputt. Okay. Also ein O und dann ist nichts und dann kommt erst das S. Was kann zwischen O und S denn so stehen? Und den Sachen, die noch da sind. Boah, das wird nicht leichter jetzt, ne? Das wird jetzt nicht leichter dadurch. Junge. Go. Goats. Aber ich wüsste nicht, was da jetzt hin kann. Gotza? Gibt es doch überhaupt. Das sind Wörter, die wüsste ich halt nicht, dass es die gibt. Also selbst wenn es jetzt ein Wort wäre, würde ich mich doch sehr wundern, was da dann rauskommt. Gox ist auch... ergibt überhaupt keinen Sinn. Nee. Goffs. Ey, das kann doch nur ein Wort sein, was ich nicht kenne. Ich.
Junge, ich habe keinen Schimmer. Tox. Was könnte jetzt noch hinkommen? Toxi? Toxa? Würde ich alles nicht kennen, halt. Das ist der Punkt. Totza? Wörter, ich würde niemals denken, dass es die gibt. Ich probiere nur gerade irgendwas durch. Don't mind me. Ich habe keine Ahnung. Ich habe literally überhaupt keine Ahnung jetzt mehr. Da können wir jetzt lange sitzen. Da können wir jetzt lange sitzen. Das ist jetzt, ja, ne? Es sind alles so Sachen, die ich hier zusammenbastel, die ergeben für mich eigentlich gar keinen Sinn. Ich probiere sie halt nur aus, weil es zumindest irgendwie zusammenpassen könnte. Aber das sind Koffsi, das ist so. Nee. Glaube, Komsi und Komsa hatten wir schon, ne? Was haben wir das sein soll? Was soll da jetzt noch hinkommen? Ich kenne da kein Wort, was so lauten könnte. Ich kenne kein Wort, was so lauten könnte. Das kenne ich, also würde ich gar nicht kennen, so das Wort. XO anfangen ist auch ganz merkwürdig. Mit VO anfangen, weiß ich nicht, fühlt sich auch weird an. Ich meine, gehen wir mal davon aus, dass es mit SA aufhört. Das wäre noch so ein relativ normaler Abschluss, SA. Oder SK könnte auch so. SK könnte es auch aufhören. L ist aber schon raus. Aber Omsk, gibt es irgendwas mit Omsk? Tomsk? Gibt es Tomsk? Jetzt glaub, also wenn es das gibt, habe ich es noch nie gehört. Toms. Toms. Nee, keine Ahnung. Richtig, weird das Wort, ey. Nee, das hört nicht mit K auf. Was kommt hinter dem S? Was kommt zwischen dem O und dem S? Ich habe doch schon gar nicht mehr so viele Optionen. Was ist mit Taus? Aber was könnte jetzt da hinkommen? Taus gibt's nicht. Tausi gibt's auch nicht. Tausa gibt's auch nicht. Dann ist Taus auch schon durch. Ja, was könnten da hinkommen? W. What's? Bin völlig lost. Ich habe keine Ahnung. Wir sitzen jetzt hier, wir gucken hier zu und ich weiß es nicht. Puh. Ich weiß es nicht. Weiß nicht, was ich tippen soll. Ich hab keine. Egal, wie ich ansetze. Mit den Sachen, die da sind, kann ich nichts anfangen. Soll das ein Wort sein, was ich kenne? Ich weiß nicht.
Hausi? Gibt's das? Nee. Hausi. Das sind so ganz, also ich baue hier Wörter, die würde ich niemals als Englisch empfinden. Aber ich habe keine Idee mehr. Es ist alles schon raus, was ich da irgendwie probieren könnte. Mo. Und dann? Hat mir, glaube ich, auch schon Mozi und sowas. Ne? Ich glaube, das habe ich alles schon probiert. Aber es bleibt. Mir bleiben nicht viele Optionen mehr. Moffs? Moffsi? Würde ich alles nicht kennen. Kann doch nicht sein. Oh je. Oh je, ich weiß nicht, was ich drücken soll. Ich weiß nicht, was ich drücken soll. Ich weiß nicht, was ich drücken soll. Ich darf kein L verwenden, ich darf kein P verwenden. E ist weg. D ist raus. B, N. Was macht man, wenn man nicht weiter weiß? Scheiße. Ah! Ich würde dir einen Tipp kaufen. Sind Mikrotransaktionen? Nein, um Gottes Willen. Ja. Ja, wir können jetzt hier. Wie lange sitzen wir hier schon an dem Ding? Geil, 20 Minuten sitze ich hier schon und überlege und komme nicht weiter. Ja, so kann man auch seine Zeit verbringen. Ich weiß nicht. Selbst die Durchprobiererei hilft mir ja nicht in dem Fall. Ich bin komplett durch. Ich bin komplett durch. Ghost, Ghost, was Ghost? Ghost. So schreibt man Ghost nicht. Ach Mann. Go Assi. Wir bleiben mal bei Go. Habe ich Goatsy schon probiert? Ja, ne? Ich glaube schon. Wotzi habe ich, glaube ich, auch schon probiert. Weiß auch nicht, ich will entweder das, wenn das Y nicht mehr geht, will ich jetzt das I da hinten haben, aber das ergibt gar keinen Sinn, Mann. Was kann noch hinter einem S stehen neben einem I? Könnte mit ST aufhören. Irgendwas ist. Omst. Kommst. Wommst. Was sollte es sein? Kommst. Wir können mal gucken, ob es das Wort gäbe, zumindest. Kommst. Nee. Gibt es. Ich. Bin ich so lost oder ist es einfach. Oh, es könnte auch SH aufhören. Oh, es könnte auch SH aufhören. Das H ist noch. Es könnte mit SH aufhören.
Okay, was könnte ich machen, wenn es mit SH aufhört? Da habe ich jetzt wieder mehr Optionen tatsächlich. Ah, mit SH könnte es aufhören. Co. Gibt's Kotsch? Nö. Gibt's Komsch? Wahrscheinlich auch nicht. Nee. Aber es könnte mit SH aufhören. Ich gehe jetzt mal auf SH am Ende. Aber wenn es irgendein Wort ist, was ich hätte gekannt, also dann weiß ich auch nicht. Ich gehe voll davon aus, dass es ein Wort ist, was ich einfach überhaupt nicht kenne. Gomsch. Goksch. Ich fände es ja schon schön, wenn wir wieder irgendein Wort zumindest finden würden, was geht. Das ist meine längste Englischrunde bisher. Ich weiß es absolut nicht. Fotsch? Das klingt alles so falsch. Aber ich krieg halt auch keine neuen Tipp mehr hin. Ich krieg gar nichts hin gerade. Ich krieg gerade absolut gar nichts mehr hin. Moksch? Movsch? Moksch mit C? Ich weiß auch nicht. Haben doch jetzt alle möglichen Anfangsbuchstaben mal durchprobiert. Ich finde bei keinem Anfangsbuchstaben kommt irgendein Wort in meinen Sinn. Habe ich Kotz schon probiert? Was immer das sein soll? Ja, habe ich scheinbar. Ich Ah, oh, Mann! Weiß es nicht. Das ergibt alles, was sollen das für Wörter sein? Ich glaube, das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist, ich kann den Hard Mode ausmachen. Geht es während des Spiels? Und neue Buchstaben testen. Ich komme nicht weiter sonst. Ich habe keine Chance. Ich teste jetzt mal das G, das H. Was teste ich noch? Das T wollte ich noch testen, aber das ist schon wieder zu viel. Zu viele Buchstaben, die ich schon drin habe. Ich würde gern das A muss ich irgendwie testen. Das C wäre ganz gut, das K wäre ganz gut, das I wäre ganz gut. Jetzt brauche ich nur irgendein. Warte mal, Wacky? Kann ich es so testen? Okay. Yo, nichts davon ist dabei. Nichts davon ist dabei. Wir haben noch mehr Buchstaben ausgeschlossen und es nützt mir gar nichts. Ha! Scheiße. Alter, das ist das schwierigste Englisch, was ich je hatte.
Ich meine, es könnte auch mit SO sogar anfangen. Es könnte ja ein S am Anfang sein. Jetzt ist auch alles mit C raus. Also, das A hinten ist auch raus. Die H-Variante wäre noch möglich, SH oder sowas. Alter, okay, wir müssen das H irgendwie testen. Ob das H am Start ist. Am besten noch mehr Buchstaben möglich testen. Okay, T. TI. Okay, tight. Wir nehmen tight, dann haben wir noch mehr getestet. Das T ist hinten. Es hört mit T auf. Okay, wir haben jetzt noch einen Versuch. Wir haben jetzt noch einen Versuch. Jetzt ist es dann eh egal. Jetzt ist es dann eh egal. Okay, es hört mit T hinten auf. Das ist safe. Dass das I da nicht sein konnte, war klar, aber es ist schon mal gut, dass das I dabei ist. Alle anderen Buchstaben sind schon wieder raus. Yo, was ist das für ein Wort? What the heck? Oh mein Gott, ich sehe es. Nee, es hat nur vier Buchstaben gehabt. Ups. Es war nicht die Faust. Scheiße. Ach so, und vor allem FO wäre ja. Also das I kann nicht am Anfang sein. IO, was soll das sein? IO, keine Ahnung, wüsste ich nicht. Also muss das I in der Mitte sein. Moist. Moist. Niemals. Niemals wäre ich da drauf gekommen. Okay. Halbe Stunde. Nur für den Englisch. Oh Gott. Geht ganz schnell ins Deutsche. Ganz schnell ins Deutsche und dann haben wir schon wieder den Part fertig. Ach du Scheiße. Runde. So, R und E ist dabei, aber nicht da, wo sie stehen. Hardmode ist drin. Nein, Hardmode ist nicht drin. Jetzt ist Hardmode drin. Gut. Wieso ist dunkel? Hä, dunkler Modus ist drin gewesen, aber okay, never mind. Runde. Dann. Dreck. Okay. R haben wir gefunden, ist an der Stelle. E ist immer noch dabei. K ist jetzt zusätzlich dabei gekommen. Kre. Kri. Krieg. Krieg würde funktionieren. Okay, war noch nicht ganz richtig. Aber richtiger. K ist nicht vorne. K ist nicht. K ist in der Mitte. Okay, RKE, 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 RKE. Dann muss ja vor dem R ein Vokal sein. Fast so. Ja, doch. Was haben wir noch? O haben wir noch? A haben wir noch. Es könnte sogar das E doppelt sein. So Erke. Erke. Gibt es irgendwas mit Erke? Kenne ich nicht. Nee. Perk. Perks würde ich jetzt im Englischen probieren, aber das funktioniert hier natürlich nicht. Ach nee, Perks schreibt man auch mit C, ne? Ja. Ark. Arke. Arke klingt komisch, weiß ich nicht. Bleibt eigentlich nur Ork. Orke? Gibt's Orkel? Was soll denn Ork? Nee, oh. Also es kann ja, es muss ja. Also das K muss in der Mitte. Wir müssen RKE haben. Das haben wir schon sicher. Das RKE haben wir schon ganz sicher. Aber Arke?
Was soll das sein? Arke. Orke. Erke. Aber was für Buchstaben könnten noch vor dem R stehen? Es gibt keine. Aus meiner Sicht gibt es keine anderen, die vor dem R stehen. Nee, es muss ein A, ein O oder ein E sein. Weil U und I ist ja raus schon. Und alles andere vor dem R klingt ganz komisch. Wir machen es jetzt erstmal mit A. Also Arke, so. Arke. Arkel. Arkep. Ist auch wieder ein Wort, was ich dann wahrscheinlich nicht kenne. Arkes. Das klingt komisch, ne? Arkep. Ne. Ne. Orke. Orkel hatte ich schon, ne? Orbem, Orkem, Orkep. Was auch immer das sein soll. Orkex. Orkes. Orkev. Orkets. Orkeve. Ich wüsste nicht, was das ist. Also, ne? Don't judge me. Orkei. Orkeo. Also, nee. Erke. So. Aber Erke, was soll da, was soll das für ein Wort werden? Erkep? Erkel? Erkem? Erkep? Erkes? Bruder, was wird da, ich hab doch jetzt alles durch. Was soll denn, was kann denn noch vor dem R stehen? Hä? Wenn es mit RKE danach weitergeht. Was es muss so danach weitergehen. Es gibt kein anderes Wort, was da davor, kein anderer Buchstabe, der da davor sein kann. Es kann nur AEO sein. Und wenn ich AEO habe. Okay, wir drücken jetzt wirklich alle durch. Wir drücken jetzt alle durch. Ist mir jetzt, auch wenn es am sinnlosesten ist. Arkek. Ist Schwachsinn. Arkev. Ist Schwachsinn. Arke. Wird nicht besser. Arkar. Orkar? Erkar? Also wir probieren es durch, aber ich probiere jetzt alles durch. Weil es muss eins von denen dann sein. Eine andere Option gibt es nicht. Das ist jetzt kompletter Schwachsinn, wie wir das machen. Aber was ist das für ein Wort dann? So, mit A haben wir jetzt alles durch. Jetzt machen wir E und fangen wieder von Q an. Was ist Erker denn? Was ist das? Was ist ein Erker? Moment, wir googeln kurz. Erker. Ja, genau. Moment, Bild braucht ihr. Ein Erker, Schützenstand oder Schießscharte, eigentlich Mauerausbuchtung, ist ein geschlossener, überdachter, über ein oder mehrere Geschosse reichender Vorbau an der Fassade eines Hauses. Das ist ein Erker. Wahrscheinlich. Gut, wir haben wieder einen Part und er ist grausam. Das ist ja graus. Oh mein Gott. Ja, falls ihr euch das angeschaut habt und mitgerätselt habt, mich würde interessieren, also Moist,
Sag ich mal, das Wort kenne ich zumindest. So, da hätte man noch irgendwie drauf kommen können. Ich habe es nicht gesehen, ich habe es absolut nicht gesehen. Hätte man noch irgendwie drauf kommen können. Aber Erker, was waren denn das für Wörter? Danke fürs Zuschauen und tschüss. So, hallo, wir machen weiter. Mit Wordle. Das lief letztes Mal ja nicht so. Gut, gucken wir mal, was heute passiert. Ich starte wie immer mit Wound. Vielleicht sollte ich mir einfach auch für die Videos mal ein zweites Wort überlegen, dass es einfach spannender ist. Aber ich meine, Wound funktioniert oft einfach gut. So, ein R ist dabei, ein D ist ganz hinten. Ich mache jetzt mal den Hardmode wieder rein. Ach, scheiße. Okay, dann muss ich so tun, als ob wir Hardmode hätten. Das heißt, D muss ich jetzt hinten setzen und R muss ich benutzen. Gut, also das heißt aber, man kann den Hardmode rausnehmen. Das habe ich ja letztes Mal gemacht, weil überhaupt nichts ging. Gut, wir wollen etwas bauen mit einem R irgendwo nicht am Anfang und einem D ganz am Ende. Okay, da könnte zum Beispiel funktionieren. Quite. Das ist grundsätzlich erstmal ein Ding. Ja, gut, da haben wir jetzt das R weiter verschoben. Das R ist nicht am Anfang und das R ist nicht an der zweiten Stelle. Und wir haben kein P, kein I und kein E. Jetzt versuchen wir mal uns noch das A anzuschauen. Bar, aber jetzt mit D, bar, puh. Nee, glaube ich nicht. Sar. Sar. Nee, glaube ich auch nicht. Klingt komisch. Klingt komisch. Muss ja auch kein A sein. Also theoretisch kann es ja auch kein A sein. Aber irgendwo das R halt. Gut, das R könnte. Das R könnte auch vor dem D sein, dass es so mit Ritt aufhört. Das wäre auch eine Idee. So, Board. Ne, O ist raus. Gibt's irgendwie Bar? Nee. Beard. Nee, E ist ja raus. E ist ja raus. E ist ja raus. E ist ja raus. I ist raus, E ist raus. Oh. Ah, mir fehlt jetzt noch die Verbindung zu dem D. Kerl, Karl. Wo könnte das R landen? Geht ja nur noch dritte oder vierte Stelle. Tja. Ach so, nee, wir haben nur noch das A. Es muss ein A vorkommen. Wir haben alle anderen Vokale raus. Ja, es muss irgendwo ein A sein. Okay, es muss definitiv irgendwo ein A sein. Sagen wir mal, das A ist am Anfang. Amr. Gibt's Amrad? Gibt's sowas? Ich glaube nicht, nee. Aber okay. Gibt's Amarde? Ach, R ist ja, R ist ja. Ach nee, klar, R ist drin. R ist drin. Amarde gibt's auch nicht. Award! Der Award! Das Wort gibt's. Okay, es ist mit ARD. Ja, mit dem ersten. Nee, mit dem zweiten sieht man besser, aber ist egal. Okay, gut. Ja, jetzt muss ich nur noch die ersten zwei Buchstaben finden. Das kann jetzt nicht mehr so schwierig sein. Also Start schreibt man ja mit D, aber gibt's Start? Gibt's das Wort? Nein.
Also ich weiß, dass Start mit T geschrieben wird, ne? Aber die Frage war, ob es das Wort halt gibt. Vielleicht gibt es ja Start, aber gab es nicht. Gut, was könnte man noch vor ARD setzen? W ist weg. Und es ist auch kein A vorne. Also das A ist damit auch schon raus. Da gibt es ein Wort mit zwei A. Art. Maret, Taret, Laret. Nee. Es ist Quatsch. Das ist Quatsch. Aber es kann jetzt nicht mehr so schwierig sein. Aber es muss dann irgendwas sein, was ohne das A auskommt. Stimmt, es muss was sein, was ohne das A auskommt. Also es gibt ja nicht so viele Buchstaben, die man kombinieren kann, vorne, ohne ein Vokal zu benutzen. Chart! Okay, wir haben noch einen Buchstaben mehr. Jetzt haben wir schon hart. Was kann jetzt noch vor hart? Fahrt. Gibt's nicht. Schade. Schart. Ach ja, mit S natürlich. Ja, moin. Okay, aber eine schöne Treppe gebaut. Gut. Dann zum Deutschen. Okay, das waren jetzt 6 Minuten. Dann zum Deutschen. Zack. Runde. Zack. Oh ja, das ist. Ich mag meine Startwörter. Ich sag's immer wieder. Ich mag meine Startwörter. Die sind echt nett. So, N ist in der Mitte. Haben wir hier aber den Hardmode drin? Ah, hier geht aber zwischendurch auch rein. Ja, das ist interessant. Gut. So. Runde. Das U ist nicht an zweiter Stelle. Das E ist nicht hinten. Dann ist das E, sagen wir mal, vorne. Das R gibt's nicht. Dann müsste jetzt ein Buchstabe kommen und dann das N. Also Ebenen gäbe es. Weiß ich nicht. Theoretisch ist es aber nicht ausgeschlossen. Oh, ich habe kein U verwendet. Stimmt. Ups. Oin? Nee. Stimmt, ich habe kein U verwendet. Oh, wir probieren mal, ob es ein Ü vorne ist. Ün. Ün, aber Ün. Ja, wüsste nicht, was da hin soll. U. Ulm. Nee, Ulm, komisch. Uff. Nee, klingt auch komisch. Ich glaube, das U ist nicht vorne. Okay, aber wo soll das U sein? Das U ist nicht an zweiter Stelle. Wenn das U hinter dem N wäre, dann wäre es ein Nü. Dann würde es mit Nü aufhören. Was könnte das denn sein? Was ist, wie, welches Wort hört denn mit Nü auf? Nü. Menü. Das Menü. Wir probieren Menü. Ups, wir probieren mal Menü aus. Dürfte auf jeden Fall. Jo, es N ist tatsächlich da. Ach, das E war ja gelb. Siehst du es? Das war eigentlich, hätte ich gar nicht verwenden dürfen an der Stelle. Das E war ja gelb und nicht grün. Aber dadurch habe ich Menü gefunden. Das ist doch auch schon mal was. Okay. Gut. Dann ist jetzt. Also alle Buchstaben sind jetzt weg, E, N, U ist klar und ansonsten die ersten, die anderen zwei müssen wir noch finden. Venus. Venus gäb's. Venus wäre ein Wort. Oh, das ist es. Nice. Okay, das ging jetzt recht fix. Ich glaube fast, das hänge ich einfach an das letzte Video noch dran.
Ja, dann haben wir auch noch ein bisschen Erfolg zwischendrin. Gut, dann schließe ich jetzt aber ab und sage danke fürs Zuschauen und tschüss.